heute kommentarfrei, ohne externes Mikrofon, einfach nur um zu beweisen, dass ich noch lebe. Ihr macht euch sonst ja nur wieder unnütz Sorgen. Oh, merkt ihr das? Servolenkung. Ich habe eben so richtig so, was gewohnt hat, brauche ich gar nicht mehr. Ich sind zwei Finger. Was mir bei der Überführungsfahrt auch schon, bei der Probefahrt auch schon aufgefallen ist, die Straßenreifen des Vorbesitzers müssen unbedingt wieder runter. Die tun genau das, was zu stramm aufgepumpte Schwabbelreifen auch tun, nämlich sie zacken. Ne? Jede Gewichtsverlagerung zack dahin, Gewichtsverlagerung zack dahin. Diese Mühle braucht einfach das gutmütige Verhalten dieser Luftballons rechts und links, die ja eher, wie soll ich sagen, so die grobe Richtung halten sie halt. Aber man fährt die Mühle ja auch entsprechend. Ne? Man will ja gar keine Rennen gewinnen, also ich zumindest will keine gewinnen. Und demzufolge müssen vorne unbedingt wieder Geländegummis drauf, 0,4, 0,5 Bar drauf. Das Ganze, die ganze Fuhr wird etwas gesitteter, etwas ruhiger und so zackige Gelenkbewegung gibt es auch nicht mehr. Natürlich ist ein Riesenunterschied hier, Lenkkraftverstärkung, also sprich die Servolenkung. Das hat natürlich auch zur Folge, dass man so ein bisschen aufpassen muss, wenn man zu flott wird. Da war das bisher immer so, dass bei Kurven, der versucht immer, das wieder geradeaus zu drücken, ne, über den Sturz. Das gibt's hier nicht. Hier dreht man und der macht eine Kurve. Man merkt also nicht, wie der da am Zerren ist. Und dann könnte man auf die Idee kommen, man könnte auf die Kurve noch ein bisschen schneller nehmen. Bis zu dem Punkt, wo man vielleicht ein bisschen zu schnell nimmt. Also muss man aufpassen. Ja, ihr wisst ja, ein unglaublich vorsichtiger Fahrer. Ansonsten ist doch dort sauber und blöd, nicht wahr? Also, bis auf die Tatsache eben, dass ich irgendwann schon am Suchen war, hier von wegen, wie stelle ich den Tacho ein. Ich habe es vorhin bei meiner alten habe ich es gemacht. Da geht's. Hier komme ich offenbar ins Menü auf eine andere Art und Weise, die ich erst rausfinden muss, aber auch das werde ich hinkriegen, denke ich mal. Na, Internet ist dein Freund. So, das reicht. Ihr seht, ich nehme noch den Fidela, den er hatte, nur Besseres zu tun, als irgendwelche Luftgewehrvideos zu basteln. Ja, bis nächstes Mal, sagt der Mann, der selbst hier und im Sitzen seine Kamera ganz alleine ausschalten muss, ohne Crew und Minions.